Ja, heute mag ich einen Gedanken teilen, einen Impuls weitergeben. Und zwar habe ich gestern mit meiner Gemeinde zusammen Lobpreisgottesdienst gefeiert, da im Gemeindehaus mit Band. Es war auch sehr schön. Wir haben sehr viel vorbereitet und miteinander gesungen und gebetet. Aber ich war schon ein wenig geknickt auch, wenig traurig, das gebe ich zu. Denn es waren nicht viele Gottesdienstbesucher gekommen, warum auch immer. Nach dem Gottesdienst aber sprach ich mit einer jungen Frau, die beim Gottesdienst dabei gewesen war, und erzählte ihr, ja, leider waren ja heute nicht so viele Menschen da. Da sagte sie, ja, sie hat von einem Evangelisten gehört, der zu diesem Thema etwas gesagt hat. Dieser Evangelist, sein Name war David Pierce, ist ein Evangelist, der in sehr schwierigen Situationen unterwegs ist, der zu Leuten geht, die Jesus nicht mögen und ablehnen. Und oft kommt es vor, dass zu seinen Veranstaltungen, Gottesdiensten, Andachten, nicht viele Menschen kommen. Aber er sagt sich und seinen Mitstreitern dann immer, wir machen das jetzt trotzdem, auch wenn nur wenige Menschen kommen. Denn dann haben wir die Chance, nur für Jesus zu singen. Dieser Impuls, den gebe ich weiter, der geht raus an die vielen kleinen und großen Lobpreiser, die Sängerinnen und Musiker, die manchmal in der Situation sind, dass vielleicht nicht so viele Menschen kommen. Das macht nichts, denn dann hast du die Chance, nur für Jesus zu singen. Und darauf kommt es an. Das ist die richtige Einstellung für Lobpreis. Geh gesegnet in diesen Tag.